André, Wladimir, habt ihr gestern nach dem Spiel gegen Ravensburg ein bisschen gefeiert? Wladimir, was war noch in der Kabine los? Ja, ein bisschen haben wir schon gefeiert, aber nur so zusammen, weil es war ein großer Sieg, aber wir müssen noch am Boden bleiben. Wir brauchen noch viele Punkte. Dann haben wir nur schnell nach dem Spiel etwas Kleines gesagt und das war's. Wir müssen weiterlaufen. 4 Siege in Folge sind es jetzt. Die Frage an André. Was sagt er dazu? Was sind die Schlüssel? Warum hat es in letzter Zeit so gut geklappt? Že 4 zápasy po sobě jsme vyhráli. Co k tomu jakoby říkáš, ale co, jaký byl ten klíč jakoby k tomu vítězství těch 4 zápasů? No, já si myslím, že to bylo hodně potřeba, 4 výhry za sebou. Že furt se prohrávalo a nějaká malá šňůra je důležitá, aby všichni se zvedli v sebevědomí. A jako zatím není čas slavit, ale pokračovat tam dál v těch vítězstvích. Er hat gesagt, dass wir brauchen schon so 4 Siege, weil haben wir nicht viel mal gewonnen. Und immer so eine Serie ist gut, dass wir haben die. Und wir müssen weiter kämpfen und arbeiten und nicht nur jetzt schauen für diese 4 Spiele, aber bloß weitergehen, weil jetzt ist noch nicht Ende die Saison und bloß wir brauchen Gewinne, weiter spielen, weiter gewinnen. Wladimir, was meinst du? War in den letzten Spielen die Offensive der Schlüssel zum Erfolg oder die Defensive? Ja, ich glaube beide, weil wenn sind wir stark hinten in Verteidigung, dann können wir auch ein bisschen mehr die Tore da vorne schießen und dann schießen wir ein paar Tore, dann spielen wir auch ein bisschen dann locker oder nicht so, ja, und nicht so viel in Stress, das haben wir wieder kein Tor geschossen oder etwas und dann spielen wir auch besser von hinten, aber immer ist besser von hinten spielen und dann geht das alles raus. Dann haben wir auch ein bisschen Glück schon gehabt, auch vorne und haben ein paar Tore geschossen. Ihr habt beide davor lange Zeit in Tschechien gespielt, einige Saisons dort absolviert. Wie habt ihr euer Spiel ändern müssen? Die Frage an euch beide, vielleicht zuerst an André. Was habt ihr hier in Deutschland in der DEL2 speziell lernen müssen? Teď je ta otázka, že jak jsme hráli dlouho v Čechách a co jsme museli změnit pro to, aby jako pro naši hru, aby jsme hráli tady, anebo jak vypadá jako ta hra tady v té DEL2, víš, jestli se prostě hraje do těla, nebo jestli je to víc bruslí, nebo prostě tady taková otázka. Tak v Čechách jsem hrál od malička, že jo? A tady ta hra je podstatně jináčí, je dost agresivnější, rychlejší, nevím, bruslary jsou, se dá říct, teďka už všude, ale je to tady prostě agresivnější, je tady hodně zahraničních hráčů, Kanaďanů, Američanů, tím se i ta hra odvíjí, prostě hraje se hodně do těla a je to prostě, je to jináčí než v Česku. Verstanden. Ja, André hat gesagt, dass er hat in Tschechien gespielt ganz schon von Anfang, von dass er klein war und das hier ist das ganz anders, die Spiele oder sehen das aus anders aus als in Tschechien. Hier ist das mehr aggressiver als in Tschechien in die höchste Liga da und das aber weg, dass das hier spielen auch viele Ausländer von Kanada und USA, Amerika und die spielen mehr körperisch und so, dann ist das ein bisschen mehr aggressiver. Aber läuferisch kann man sagen nicht. Ist gleich, kann man sagen oder so. Aber hier ist das mehr aggressiver als in Chicago. Jetzt seid ihr beide neu hier im Team. Wenn jemand als Neuzugang kommt, dann schauen die Fans, dann schauen wir alle erstmal auf die Statistiken, schauen die Tore an. Aber das sind nicht immer die einzigen Rollen, Tore zu schießen, Punkte zu machen. Wladimir, wie würdest du deine Rolle beschreiben im Team? Ja, es ist schwer zu sagen, das muss man fragen, vielleicht Trainer oder jemand anderen, aber für mich ist das Beste, ich bin ein Verteidiger. Dann ich muss gut zurück sein, gut zurückspielen. Wenn wir kassieren wenige Tore, dann ist das immer für mich gut. Natürlich, für mich sind oder für jeder schaut auf diese Punkte, aber für mich ist wichtigsten die Mannschaftspunkte. Klar, ich spiele auch Überzahl und solche, aber da muss man auch ein bisschen Glück haben und dann kann man auch diese persönlichen Punkte haben. Aber für mich sind diese Sachen nicht so wichtig. Für mich ist das Wichtigste, wenn wir haben 3 Punkte nach 60 Minuten
Und das ist das, was ich brauche und das, was macht mir Spaß. Ich glaube, ihr seid jetzt beide ja nicht nur neu im Team, sondern auch neu in Freiburg. Draußen schneit's. Ich meine, ihr wohnt nicht in der Stadt, sondern ein Stückchen außerhalb. Ich glaube, André speziell, frag ihn mal, ob er heute Schnee schippen muss. Že ty bydlíš jakoby mimo Freiburgu, ale otázka je, jestli si dneska musel uklízet sníh z auta, protože tam je víc sněhu než tady v té. No naštěstí jsem musel uklízet sníh jenom z auta, protože domáci byli doma v okolí auta, to naštěstí poklidili a včera večer, když jsem měl dom, tak jsem měl strach, jestli vůbec vyjedu od tam. Ja, er hat gesagt, er muss nur von seinem Auto ein bisschen putzen, Schnee okay. Und so, und vor dem Haus und so, und im Garten war schon alles geputzt von den Leuten, welche da wohnen, dann das war super. Und gestern Abend hat er ein bisschen Angst gehabt, weil hat er ein bisschen Schnee gesehen, hat er geschaut, wie kommt er heim, aber so. war da ganz, ganz locker alles. Das ist wirklich ein Stück außerhalb, oder? Ich weiß nicht ja, genau wo. Ja, geht er da lecker? Wie viel Zeit? Dietenbach. Dietenbach, ja, sag ungefähr 15-20 Minuten mit Auto. Okay. Vladimir, wie bist du hier angekommen? Du bist ja mit deiner Familie hier, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich bin hier mit meiner Familie. Und alles drumherum ist gut? Alles war gut, wir sind super hierher gekommen. Ganz normal, ohne Problem. Wann müsst ihr morgen raus nach Rosenheim? Wann geht's los? Um 7:30 fahren wir von hier vom Stadion weg. Was macht ihr während einer Fahrt? Versucht man sich da abzulenken, abschalten, nicht die ganze Zeit nur an das Spiel zu denken? Oder seid ihr jemand, ihr braucht die Konzentration vor dem Spiel? Vielleicht an beide die Frage. Jedeme už půl osmi ráno a v autobuse, jako co děláme v autobuse, jestli se celou cestu koncentrujeme na tu hru, nebo jestli prostě ještě máme vypnuto, to přijdeš jakoby před tím zápasem. No, tak tady ty cesty jsou docela dlouhé, o dost víc než v Česku. A tady je tolik času, že ta koncentrace by byla až moc dlouhá. Takže sledujeme filmy, spíme, povídáme si a tak různě. Ta koncentrace přijde až těsně předtím. Hast du nicht verstanden? Konzentration habe ich verstanden. Das hilft mir aber nicht weiter. Nee, Andro sagt, dass hier die Strecken sind ein bisschen länger als in Tschechien, weil da in Extraliga haben wir nicht so weitere Wege. Manchmal nur 2-3 Mannschaften sind so, aber sonst sind das 150-200 Kilometer, dann hier sind die Strecken ein bisschen länger. Andro hat noch gesagt, dass ganze Zeit konzentriert er sich nicht aufs Spiel noch im Bus, weil haben wir so viel Zeit da. Mhm. Dann das würde, wenn konzentrierst du die ganze Zeit nur aufs Spiel, glaube ich, wäre auch nicht gut. Zu viel. Ja, genau, zu viel. Dann er hat gesagt, wir schauen Filme oder auch ein bisschen schlafen und quatschen mit anderen da, welche da sitzen neben ihm und so. Und machen wir ein bisschen Spaß und erst so ungefähr Stunde oder halbe Stunde vor. Bis wir kommen in die Stadt, wo wir spielen, dann geht das Konzentration schon ein bisschen los und dann sind wir schon in der Kabine und machen davon und alles. Vladimir, gib uns mal deine Prognose. Wie geht es weiter in der Saison? Guck mal vielleicht bis in den Februar rein. Was erwartest du von den letzten, ich glaube es sind ja noch 14 Spiele? Ja, es sind noch viele Spiele vor uns. 14 sind noch viele. Und noch viele Punkte da, aber wir müssen weiterarbeiten, wie habe ich schon gesagt. Wir müssen unten bleiben und wenn wir schaffen etwas mehr, das was wir haben uns vorgenommen, dann wäre das gut. Aber jetzt gehen wir von Spiel zu Spiel und da muss man rausgehen. Wenn jetzt spielen wir morgen in Rosenheim, wenn holen wir irgendwelche Punkte wieder, wäre für uns super. Mhm. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. André, vielen Dank für das Interview. Bleibt mit dir natürlich cool. Auch. Ja, vielen Dank. Und natürlich euch beiden viel Erfolg weiterhin. Ja, danke.